Auf geht's weiter, packen wir's. Wir werden hier mal uns umgucken und hier sehen wir eine Riesenhöhle. Und zwar mit ganz vielen Crawlern. Okay, da hinten sind ja die Truhen. Die habe ich in der letzten Folge geknacken dürfen. Und jetzt schauen wir mal, wie wir hier die Minecrawler-Tiers mal systematisch mal wegballern. Und da ist auch eine Varior dabei. Ja, das ist hier wirklich eine Wasteland, finde ich. Warrior of the Wasteland. Oh, Mann. Du kleine Krabbe hier. Aber so schlimm war es ja nicht. Und in dieser Folge grüße ich auch meine Mitstreiter bzw. meine Zuschauer, die auch ein paar Kommentare hinterlassen. Finde ich immer ganz gut. Da gucken wir mal, wenn das jetzt hier spannend wird. Ja, Bergkristall immer wieder da. Hier gibt es irgendwie noch so ein... noch ein Trüchen mit irgendwelchen Geschichten da. Ist hier irgendwie Gefahr in der Nähe? Nein. Geht das noch weiter rein oder ist das... Oh, ein Spruch. Ein Grab. Mana-Elixier. Goblin-Skelett erschaffen. Und was haben wir denn hier? Steht was drauf? Kann ich was hacken? Nee, hacken ist nicht. Ich gehe mal an die Truhe ran. Jo, was ist jetzt das? Links. Wieso habe ich jetzt plötzlich die Intro-Musik drin? Das weiß ich nicht. Shit. Jawohl, haben wir's. Warum jetzt die Intro-Musik ist, weiß ich nicht. Aber gibt es hier was Specialist? Ne, hier gibt es nichts Spazieren, das hätte ich beinahe gesagt. Sehr komisch. Naja, vielleicht muss das, ich weiß es nicht. Warum läuft die Musik durch? Gut, okay, ich habe eben Schnitt gemacht, beziehungsweise eine Pause. Also einfach auf Escape gedrückt. Und nachdem ich das gemacht habe, erschien auch oder erklang diese Musik. Mal gucken. Passt auch gut zu diesem dramatischen Szenen. Das sind natürlich viele Minecrawler. Was ist denn jetzt los? Ach, hinter mir oder was? Ach ne, Unsichtbaren. Das kommt vor. Ha, ha, ha. Okay. Jetzt muss ich mal speichern. Schwupps, da ist er wieder. Ja, ich musste ein bisschen schneiden. Ich hatte mal wieder einen Fehler gemacht. Und zwar die Pause-Taste einmal zu viel gedrückt. Und es wurde nicht aufgenommen an der Stelle. Ja, mein Gott, kann passieren. Aber dafür haben wir ja mehrere Speicherstände, wo wir dann an der Stelle wieder weitermachen können, wo es wichtig ist. Oh, drei gleich. Gleich drei. Warrior. Zack. Der andere hat sich... Ah, da ist er wieder. Oh, komm her. Oh, dann bleibt er hängen. Ja, scheiße, wenn man so lange Krallen hat, ne? Und überall hängen bleibt. Jep. Zip. Okay, ihr seid's. Dann gibt's hier wieder eine... Ja, keine Vertiefung. Dann gibt es hier nochmal was. So, hier gibt es einen Zugang. Noch eine Höhle. Ich schätze mal, hier geht's raus. Ich schätze. Ich prognostiziere. So wie es auch einige auf meinem Kanal in den Kommentaren gemacht haben, dass ich... Ja, ich wollte es nicht ansprechen, habe mir gedacht, doch, das wäre jetzt mal fair. Ich habe es auch schon geschrieben, Leute. Ich habe Gothic die Nacht des Raben zwar angespielt, aber nicht komplett... Oh, jetzt habe ich einen Kreis gezogen. Nicht komplett durchgespielt. Demnach sind für mich diese übernommenen Welten für mich zum ersten Mal neu und ich habe sie noch nicht gesehen bis jetzt. Gehen wir ein bisschen hier mal so durch die Mitte rum. Und jetzt muss ich mich mal ein bisschen orientieren, indem ich mal da oben ist.
geht's wieder wohl raus in die Freiheit. Ja, auch das. Also, das ist wirklich ein bisschen schnöde. Nee, schnöde nicht. Verwirrend. Hier schon wieder. Ja, das ist die Höhle, wo ich rausgekommen bin. Also hier reingegangen bin. Und, hier höre ich doch wieder was. Hier war das Grab. Da gab es nichts zu graben. Und irgendwo, und da werden wir jetzt auch hingehen, gibt's noch einen weiteren Ausgang. Ich schätze mal Ausgang. Und liegt hier noch was? Nope. Jedenfalls konnte ich das nicht so schnell entdecken. Naja. Okay, das sieht aus, als wäre ich hier auch schon gewesen. Und dann geht's wieder hier raus in die Einöde. Dann kann ich mal an der Stelle mal speichern. Ja, das war also jetzt das, wo wir hier rüber gegangen sind. Ich grüße mal an der Stelle mal denjenigen, der Malcolm McDowell als Avatar in seinem YouTube-Kanal oder Profil benutzt. Malcolm McDowell, was fällt mir zu diesem Schauspieler ein? Oh, ein Charakterschauspieler. Ich kenne ihn aus der deutschen Serie, Neo-Gothic-Serie Lex the Dark Zone. Das waren richtig gute Teile, also die ersten vier Teile, mit Eva Habermann und Michael McManus und Gastauftritten wie zum Beispiel Tim Curry. Ach, da waren so viele Leute dabei. Ja, und das nur so am Rande. Daher kenne ich Malcolm McDowell und natürlich auch aus anderen Filmen wie Clockwork Orange, Clockwork Orange oder Uhrwerk Orange, wie der Deutsche so sagt. Und jetzt sind hier die blöden. Wie heißen sie? Orks da? Diese Schamane. Ah, da ist ja gleich der Schamane. Oh, da kommt ja schon der Erste. Der lag wohl auf Lauer. Und zwar... Okay, das ist ein Einzelner. Mal gucken, was er macht. Ob ich den nämlich schaffe, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht mit dem Bögelchen. Kann ja sein. Ohoho, der kommt auch noch hochgesprungen hier. Dann machen wir erstmal einen Satz nach unten. Und habe natürlich wieder meinen Ring nicht angezogen. Und versuche mal den... Krieger mal versuche ich. Was machst du denn für komische Schläge, Roland? So, hab ein bisschen was gefuttert, was gegessen und jetzt auch mal einen kleinen Feuersturm angelegt, wobei ich eigentlich immer dachte, dass der, aber jetzt ist ja Feuerregen. So, und hier aus der rechten Ecke kam auch welche. Da ist was im Dunkel. Aha. Da krepelt auch noch was rum. Nö. Da habe ich erstmal keine Lust drauf. Das sind mir nämlich zu viele. Und dann gehen wir mal wieder zurück zu Alligatoren Jack. No? Gucken, da soll nämlich auch noch was sein. Laut Taris. Da wären wir angekommen bei Alligator Jack. Und Taris hat noch gesagt, ja hinter Alligator Jack ist ja auch noch mehr. Richtig, das habe ich ja auch in den vorigen Folgen noch schon gesehen. Da bin ich aber noch nicht runtergegangen. Das werde ich auch diesmal machen, nachdem ich mal hier eine Runde gepennt habe. Und zwar bis Sonnenaufgang. Ja. Dann schauen wir mal. Wollen wir mal hier die linke Welt betreten, also beziehungsweise links von mir. Nicht linke Welt, was sage ich denn? Mann, oh Mann, man muss heutzutage wirklich aufpassen, was man hier eigentlich während des Let's Plays erzählt. No? Hier kann das irgendwie ganz böse ausgelegt werden und was überhaupt gar nicht meine Absicht ist. Genauso wie diese Welt hier, die ich wirklich zum ersten Mal sehe, aber darauf will ich jetzt nicht rumreiten, lieber mal speichern. Schauen wir mal, wen wir da alles entdecken können. Nachher sind das ganz böse Peoples, aber die greifen mich nicht an. Hallo? Ah ja, man kann hier wieder Holz hacken. Ich will erstmal gucken, was es hier alles so gibt. Nur ein paar Pflänzchen.
Oh ja. Ist hier noch was zu looten? Nein, gibt's nichts. Oh! Halt! Freund oder Feind? Freund. Freund. Das kann ja jeder behaupten. Ich kenne dich nicht. Was willst du hier? Ja, einfach. Naja, ich mach erstmal. Darf ich in euer Lager? Lager, warum nicht? Achtung. Das kostet dich aber eine Kleinigkeit. Oh. 500 Goldstücke. Und warum? Zoll. Ganz einfach. Vielleicht gehörst du zu den Typen, die gerne etwas mitgehen lassen. Und hier im Lager gibt's eine Menge Sachen, die für dich interessant sein können. Du hast doch Gold, oder? Ich habe sehr viel Gold, richtig. Und ich werde auch dich erstmal beklauen, weil du so frech bist. Oh, 60 Gold. Hier sind deine 500 Goldmünzen. Alles klar. Willkommen in unserem Lager. Wenn du vorhast, bei uns anzuheuern, muss ich dich enttäuschen, Junge. Der Captain hat schon genug Leute. Für mehr ist kein Platz mehr auf unserem Schiff. Verstehe. Naja. Du kannst ja mal mit ihm reden. Wer weiß, vielleicht kannst du ihn ja von dir überzeugen. Mach aber bloß keinen Ärger hier. Auch gut. Henry war das. Und das ist Bill. Mal gucken, was der Bill so treibt. Hallo. Wen haben wir denn da? Mein Name ist Roland. Na schön. Und was willst du jetzt von mir wissen? Kannst du mir beibringen, besser zu kämpfen? Nein. Na schön. Wie du willst. Wie ich will. Wie er will. Was will er denn? Na, wie geht's? Lass mich in Ruhe. Okay. Nathaniel. Wie steht's? Lass mich in Ruhe. Okay, dann haben wir ja mal wieder so ganz freches Volk hier. Ich hab da mal eine Frage. Jetzt nicht. Ich habe zu tun. Ja, Nathaniel. Warum hast du so schlechte Laune? Warum hast du so eine schlechte Laune? Das kann ich dir sagen. Einige von uns ackern den lieben langen Tag, während andere nur rumsaufen. So? Na, dann rede doch mit den Leuten und sag ihnen, dass sie sich bei der Arbeit beteiligen sollen. Das habe ich alles schon versucht, aber außer einem blöden Grinsen keine Antwort bekommen. Was sagt denn Greg dazu? Gar nichts. Der hält sich da schön raus. Er sagt, dass Francis für die Verteilung der Arbeiten zuständig ist. Na schön. Dann rede mit Francis. Mit Francis? Du machst jetzt Witze oder was? Wieso? Wie meinst du das? Ganz einfach. Francis ist für die Probleme verantwortlich. Er wird von den anderen geschmiert, damit sie nicht arbeiten müssen. Ach, so läuft das. Ja, so läuft das. Ich habe eine solche Wut im Bauch, dass ich am liebsten dem Kerl eins überziehen würde. Ja, vielleicht soll ich das machen, wa? Ja, das dachte ich mir. Soll ich mal mit Francis reden? Wozu? Das wird nichts nützen. Vielleicht doch. Ich kann es ja mal versuchen. Wenn du unbedingt willst. Na, das ist ja schön. Haben wir wieder mal was zu erledigen unter Menschen. Dann gehen wir mal und erkunden uns mal die Piraten an. Was ist denn das für ein lustiger Punkt? Bill! Warte mal. Du sollst nicht herumtanzen. Ah, gucken wir mal. Ah, immer schön hier nochmal ein bisschen herumsuchen. Vielleicht gibt es ja hier was hinter der Eingangspforte. Unter dem Unterstand. Henry ist noch mal da. Warte mal. Da gibt's auch nichts mehr. Ist logisch. Da ist das Piratenschiff. So. Weiter geht's. Mal schön alle Ecken abklappern. Oh, das sieht unwegsam aus. Ja, es sieht so aus, als wäre ich hier wirklich im guten Piratenlager. Man hier alles so mitnehmen. Okay, Werkbank ist klar. Könnte ich auch ein bisschen was machen. Hier ist Ren. Hier ist nochmal der Bill. Der hat sich jetzt schlafen gelegt. Oh, verdammt. Hey, Roland. Ja, ich will was. Was machst du denn hier? Hey, das gibt es doch nicht. Du bist doch Ren, oder etwa nicht? Na klar bin ich es. Mann, wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Stimmt. Einige Jahre ist das schon her. Aber sag mal, was treibt dich denn unter die Piraten? Mich? Unter die Piraten? Ganz bestimmt nicht. Ich bin Seesoldat des Königs.
Und außerdem bin ich hier rein zufällig vorbeigekommen. Zufällig? Ach komm, du hattest doch bestimmt einen triftigen Grund. Nein, wirklich nicht. Ich habe einen Weg in dieses Gebiet gefunden und bin diesem aus purer Neugierde gefolgt. Immerhin war ich noch nie so weit im Norden gewesen. Und ich muss sagen, dass ich wirklich überrascht bin. So eine tropische Landschaft hätte ich hier ganz bestimmt nicht erwartet. Ah, seltsam, nicht wahr? Aus irgendeinem Grund hat sich hier eine eigene Tier- und Pflanzenwelt entwickelt. Aber noch mehr überrascht es mich, dich unter den Piraten zu finden. Du bist also tatsächlich Mitglied dieser Bande. Ja, bin ich. Und bald werde ich der Schrecken aller Meere sein. Wie? Darauf bist du noch stolz? Dass du dich einer Bande von Räubern und Mördern angeschlossen hast? Naja, ein bisschen durchgeknallt warst du ja schon immer. Aber jetzt solltest du dich wirklich schämen. Schämen? Ich wüsste nicht warum. Nur weil ich keine Lust mehr hatte, ein langweiliges Leben als Bürger zu führen? Ach, und aus diesem Grund wird man Pirat? Nun, natürlich nicht allein aus diesem Grund. Ich wollte frei sein und tun und lassen, was ich will. Fremde Länder sehen, Abenteuer erleben, Kämpfe bestehen und jede Menge Schätze finden. Ich merke, dass du noch immer nicht erwachsen geworden bist. Das sind doch Kinderträume. Ach, was verstehst du schon davon? Du, der als Krieger des Königs nur Gehorsam kennt. Was weißt du schon von Abenteuer und Freiheit? Jede Menge. Auch ich sehe fremde Länder, bestehe Kämpfe, erlebe Abenteuer. Ja, ich könnte dir mit meinen Erlebnissen ein ganzes Buch schreiben. Du? Ja, ich. Wenn du wüsstest, wo ich jetzt überall gewesen bin und was ich erlebt habe. Naja, vielleicht erzähle ich dir das ja mal, wenn ich etwas mehr Zeit habe. Na gut, das mit den Erlebnissen will ich dir mal glauben. Aber frei bist du als Kämpfer des Königs ganz bestimmt nicht. Schließlich musst du deinem Vorgesetzten gehorchen. Das stimmt schon. Aber bist du wirklich frei? Schließlich musst du ja auch deinem Kapitän gehorchen, oder nicht? Captain Greg? Nun, das schon, aber das ist etwas ganz anderes. Wenn du meinst. Ja, meine ich. Aber jetzt sind wir uns schon wieder am Streiten. Komisch. Geschieht jedes Mal, wenn wir uns begegnen. Ja, das sollten wir uns endlich mal abgewöhnen. Ja, sollten wir. Herrlich, herrlich, herrlich. Der berüchtigte Captain Greg ist also euer Anführer. Ja, genau der. Was habe ich von ihm zu erwarten? Er wird ja bestimmt nicht erfreut sein, einen Kämpfer des Königs in seinem Schlupfwinkel zu haben. Na, über die Planke wird er dich nicht gerade schicken. Aber natürlich wird er dich im Auge behalten, ganz klar. Also pass gut auf, was du tust. Ich warne dich nur einmal. Das habe ich ja früher auch immer gesagt. Ihr habt ja ein stattliches Schiff. Ja, haben wir. Unser Schiff ist jedem anderen gewachsen. Kann ich es mir mal ansehen? Leider nein. Kapitän Greg sieht es nicht gerne, wenn Fremde auf sein Schiff wollen. Und gerade jetzt, wo wir diese seltsame Waffe an Bord haben, ist er besonders misstrauisch. Was für eine seltsame Waffe? Eigentlich hat uns der Kapitän verboten, darüber zu reden. Aber dir als alten Freund kann ich es ja sagen. Es ist ein altes Schwert, das von einer seltsamen magischen Aura umgeben ist. Hey. Sieht irgendwie unheimlich aus. Wenn du mich fragst, dann stammt es aus Belias dunklem Reich. Na, so schlimm wird es wohl nicht sein. Ich weiß nicht. Es war schon etwas seltsam, dass dieses Schwert so einfach vom Meer ans Land gespült wurde. Ich würde mir gerne mal diese seltsame Waffe ansehen. Sie ist also an Bord eures Schiffes. Ja, und zwar in der Kajüte des Kapitäns. Da hat er es in seine Truhe verschlossen. Aber schlag dir das lieber aus dem Kopf. Der Kapitän lässt dich ganz bestimmt nicht an Bord. Auch nicht, wenn ich bei euch anheuern will. Wie, du willst bei uns anheuern? Das ist nicht dein Ernst, oder? Warum nicht? Na, da bin ich wirklich gespannt, was unser Captain hier zu sagen wird. Tja, aber gut, dass wir mal hier ein Stein im Brett bei Ren haben, ne? Okay, dann speichere ich mal ab. Zeit für ein Logbuch. Mächtige Waffe, Streit im Piratenlager, Piratenwrack im Sumpf, Herz eines Feuergolems. Okay, das wissen wir ja, da muss ich wieder in die Lavahöhle. Spencer benötigt für, ja, das hatten wir ja auch schon gehabt, Streit im Piraten, der Corsair Nathaniel, die Sache wird sich doch irgendwie bereinigen lassen. Also ja, okay, das war das, was wir am Eingang hatten, der Piraten Captain Greg, seltsames Schwert, ja, Aura, da müsste ich doch irgendwie, vielleicht aber könnte ich an Bord, wenn Greg mich in seine Crew aufnimmt oder ich wenigstens was für ihn tun kann. Das ist spannend. Kann man sich nicht drauf verlassen. Hm. Gucken wir mal weiter hier, so linke Hand. Hm.
Schade. Die ist ja voll fast auf das Schiff ausgerichtet, die Kanone. Und hier gibt es einen Lurker. Der wurde wohl im Hintergrund erschlagen. Und schauen wir mal, wen wir hier haben. Hier ist... Wie heißt der? Jenkins. Hallo. Wer bist du? Hi, mein Name ist Jenkins. Und wer bist du? Hallo, mein Name ist Roland. Schön. Willst du dich uns etwa anschließen? Da muss ich dich leider enttäuschen. Captain Greg wird sehr wahrscheinlich keinen mehr in die Crew aufnehmen. Und warum? Weil unsere Mannschaft komplett ist. Aber du kannst ihn auch gerne selbst fragen. Aha. Übrigens, im Hintergrund sehe ich was funkeln. Das könnte ein Teleportstein sein hinter Jenkins. Du siehst so nachdenklich aus. Hm. Sieht man mir das so an? Ja. Worüber denkst du nach? Hm. Kannst du schweigen? Wie ein Grab. Ich auch. Na komm schon, du kannst mir ruhig sagen, worüber du nachdenkst. Oder ist es vielleicht ein Geheimnis? Sagen wir mal so, man sollte es nicht jedem auf die Nase binden. Allerdings... Allerdings? Allerdings ist das mir viel zu riskant, wenn ich die Sache mache. Welche Sache? Es geht um einen Schatz. Oder genau genommen um mehrere Schätze. Das klingt allerdings spannend. Es gibt da nur ein kleines Problem. Die Schätze... Aber halt, was ich dir jetzt sage, darfst du keinem Menschen verraten. Na schön, ich verspreche dir, dass ich nichts verraten werde. Gut, also hör mir gut zu. Aber trotzdem skeptisch, ich ne? Ich habe da eine alte Karte entdeckt, wo mehrere Stellen mit einem Kreuz versehen sind. Na und? Verstehst du nicht? Bei den markierten Stellen handelt es sich ganz bestimmt um Orte, wo jemand seinen Schatz vergraben hat. Hm, und weiter? Ich wäre bereit, dir die Karte für 400 Goldstücke zu verkaufen. Nun, was sagst du dazu? Warum verkaufst du die Karte? Du könntest dir doch die Schätze selber holen. Natürlich könnte ich mir das Zeug auch selber holen. Aber es ist mir einfach zu gefährlich. Das Tal wimmelt nur so von Monstern. Nee. Da ist mir der Spatz in der Hand lieber. Aber 400 Goldstücke? Hm. Wenn du alle Schätze geborgen hast, wirst du weit mehr als 400 Goldstücke zusammenbekommen. Also überleg es dir. Ich glaube, das ist die Karte, wo ich schon vorher Ausgrabungen an den Kreuzen gemacht habe. Trotzdem, 400 Gold soll es mir mal wert sein. Wir sind im Geschäft. Ich kaufe die Karte. Ha, sehr gut. Hier hast du sie. Halt. Eine Bitte hätte ich noch. Komm doch nach einer Suche nochmal bei mir vorbei. Ich bin gespannt, was du mir zu berichten hast. Aha. Okay. Gucken wir uns doch mal die Karte an. Wieder mal im Schnellmodus, ne? Ja, da haben wir sie. Die Schatzkarte. Okay. Die ist ein bisschen weiter abseits. Dann gucken wir mal drauf. Okay, wir finden uns links oben. Aha. Denke ich mal, dass wir links oben sind. Müsste ja sein. Ach, und hier sind die ganzen... Oder sind ein paar Kreuzchen mehr, würde ich mal sagen. Okay. Dann holen wir uns mal hier Teleport zu Grex Piratenlager. Sehr schön, das wusste ich. Das hätte man sich auch denken können. Okay, Jenkins, dann spreche ich dich nochmal an. Weil, ja, ich habe noch längst nicht alle Schätze gehoben, geborgen. Hier ist nochmal ein Lurker. Muss ich nochmal drauf gucken, weil ich habe nicht geachtet, ob ich hier mich selber sehe. Nein, sehe ich mich nicht. Tolle Nummer. Klasse. Du bist Ren. Ach, ich werde erstmal gucken, wo die anderen sind, bevor ich mich auf Schatzsuche mache. So. Hier haben wir eben den Owen. Hey, hey Owen! Clive Owen. Was machst du hier? Ich bin Holzfäller und besorge Holz für unser Lager. Ich schufte hier, brech mir fast das Kreuz und die anderen im Lager liegen in der Sonne. Was? Ohne Sonnenschutzfaktor? Hey. Und sonst? Wenn ich das alles vorher gewusst hätte, wäre ich niemals Pirat geworden. Hey. Ja, okay. Nee, Piraten sind schlecht.
Ich beklau ihn. Fertig aus. Mal gucken, was wir hier zu liegen haben. Da oben kann man rein. Das sieht aus wie Greg, aber da gehe ich später hin. Bones. Warte mal. Ah, die kenne ich doch alle aus einer anderen Mod. Vom Odyssey Mod Team. Wie steht's? Gut, ich komme klar. Ist ein bisschen langweilig, aber wenigstens muss ich nicht arbeiten. Kannst du mir etwas beibringen? Nee, mein Junge. Keine Zeit. Ich brauche Training. Aha. Tja, dann wende ich mal an Henry und Morgan. Die beiden führen unsere Erntetrupps an. Die können dir schon beibringen, wie du besser kämpfst. Henrys Leute sind alle mit Zwo-Handwaffen ausgerüstet. Morgan mag mehr die depperten Einhandwaffs. Also forschen mal die Beiz. Was ist denn das für ein Dialekt? So eine Mischung zwischen bayerisch und weiß der Geier nicht? Also wirklich irre. Was haben wir denn hier am Ende der Planke? Nix. So, hier liegt was. Oder? Ach, jetzt gibt's wieder Muscheln und sowas. Und ein Lederbeutel oder was oder wie? Na, was ist das? Rum? Da schwimmt eine Flasche rum. Ja, komm. Komm an Land, du Heinz. So, noch irgendwas. Ah, Höhle. Eine Höhle, Leute. Mit Bett. Und wer bist du? Du bist Samuel. Bestimmt bist du ein Alchemist. Hallo. Hallo. Händler. Na, endlich mal wieder ein neues Gesicht. Was willst du haben? Ein Rum oder ein Grog? Such dir was aus. Naja, weder noch. Aber was hat er denn sonst an Ware? Zeig mir deine Ware. Okay, Seemannsgrog, Rum, sieht gefährlich aus. Wirkung unbekannt, Nebenwirkung wahrscheinlich. Glaube ich. Einmal nur zum Testen. Schinken, Bier, Wacholder, Van, Sumpfkrauten. Jetzt bin ich wieder hier rüber geflutscht. Und Laborwasserflasche und ein Stängel Sumpfkraut. Ich wollte... Bei mir gibt alles, was ein Pirat zum Überleben braucht. Gibt. Störe ich denn? Störe ich? Mann, kaum mir bloß kein Ohr ab. Ich will meine Ruhe. Was willst du haben? Ein Rum oder ein Grog? Nee. Such dir was aus. Locker Safanet. So, dann ist ja gut. Ja gut. Um soll's. Speichern. Irgendwas noch hier in der Nähe zu finden, außer auf der Stelle zu treten. Hier steht doch ein Rum, was soll's? Na warte, du Dieb. Dieb. Shit, blöd. Neu laden. Okay, wissen wir das schon mal, dass wir hier ihm seinem Rum nicht klauen werden. So, wo sind jetzt die beiden Lehrer? Ach, hier ist noch einer. Morgan. Guten Morgen. Verdammt. Was willst du? Hallo. Kannst du mir sagen, was hier los ist? Moment mal. Ich kenne dich ja gar nicht. Was willst du hier? Jo, ich bin auf der Durchreise. Ach, und erstmal ein Kinderspiel. Ich bin auf der Durchreise und... So. Na, am besten redest du zuerst mal mit dem Captain. Der soll sich dich Börschchen mal genauer ansehen. Nachher bist du noch ein Spitzel. Na ja, klar. Und sonst? Verdammt. Okay. Verdammt, was willst du? Da war nicht so viel. Hier gibt es ein Lagerfeuer. Können wir wieder was brutzeln? Hier gibt's Tom. Onkel Toms. Verdammt. Was ist los? Verschlag. Okay, mit Tom ist nichts zu spaßen. Ja, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns noch ein bisschen hier um. Und hier gibt es nur ein Heilkraut und dann geht es zum obersten Greggy. Ah, hier gibt es noch ein bisschen was unter seinem Hüttchen. Heilpflanze. Die
anderen habe ich nicht gefunden. Na, ich gehe erstmal zum Greg. Mal gucken, was der sagt. Beim Klabautermann, was hast du denn in meinem Lager zu suchen? Warum hat Henry dich überhaupt hier reingelassen? Ganz einfach. Ich habe ihm gesagt, dass ich mit dir sprechen will. Wie? Und da hat dich dieser Grünschnabel einfach durchgelassen? Den Burschen muss ich mir mal zur Brust nehmen. Was willst du eigentlich von mir? Ich will Pirat werden. Ich will Pirat werden. Ja, du willst bei mir anheuern? Bedauere, mein Kahn ist voll. Und jemanden wie dich nehme ich ganz bestimmt nicht in meine Crew auf. Nachher verpfeifst du mich noch an die Flotte des Königs. An die Flotte des Königs? Weißt du nicht, dass die auf dem Meeresgrund liegt? Na klar weiß ich, dass die meisten abgesoffen sind. Aber ein paar Kähne von denen soll es noch geben. Und jemand, der im Dienst des Königs steht, dem kann ich sowieso nicht trauen. Ach, das weißt du? Na klar, oder meinst du, ich hab Tomaten auf den Augen? Na, wenn das so ist, dann habe ich wohl nicht zu lachen. Ja, keine Angst. Ich werde dir deswegen nicht gleich den Kopf kürzer machen. Wie? Hast du denn keine Angst, dass ich euer Versteck verrate? Ehrlich gesagt, nein. Erstmal ist Corinis von den Orks besetzt und an die wirst du uns ganz bestimmt nicht verpfeifen. Und zweitens werden wir so bald wie möglich von hier verschwinden. Der Ort hier ist einfach nicht mehr sicher genug, seitdem die Orks Corinis angegriffen haben. Ja. An der Stelle mache ich mal wieder Schluss für die Folge. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Macht mal wieder einen lustigen Kommentar und gebt mir einen Daumen. Bis dann. Tschüss.